Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal zusammen die Questreihe von den Zandalari-Trollen angucken. Und zwar für das verbündete Volk. Da müssen wir nämlich eine Pre-Questreihe machen, bevor wir die spielen können. Und ja, bis wir die machen können, haben wir ein paar Voraussetzungen, die wir brauchen. Und zwar müssen wir einmal den Ruf beim Zandalari-Imperium auf den ehrfürchtigen Ruf haben. Dann müssen wir die Kriegskampagne abgeschlossen haben. Und zwar bis zusätzlich noch die Kampagne Woge der Rache, heißt also sprich auch noch das, was in 8.1 dazu kam, das brauchen wir quasi auch noch zusätzlich. Und dann müssen wir noch ein Meta-Achievement haben und das ist nämlich hier einmal Zandalar für immer, heißt wir müssen einmal komplett alle Gebiete durchquesten und auch die Endquest-Reihe auf Zandalar abschließen und dann haben wir alle Voraussetzungen und sobald ihr das abgeschlossen habt, könnt ihr einmal nach Orgrimmar gehen und zwar hier zu dem kleinen Hütchen, zu der Botschaft in Orgrimmar auf den Koordinaten 38, 79. Und dort drin haben wir dann eine Quest. Was von Rokan bekommen wir die. Und ja, dementsprechend. Wir wollten die Prinzessin nicht warten lassen. Ich treffe euch in Suldasar. Okay, und damit müssen wir uns jetzt einmal mit Talanji treffen. Und dafür haben wir ein Portal. Benutzt das Portal nach Suldasar. Ja gut, komm, wenn sie uns schon ein Portal anbieten, dann benutzen wir das auch. Hier hinten haben wir noch ein extra. Ich könnte mich jetzt auch hinporten, aber wenn sie schon ein extra Portal haben. Ah nein, warte mal. Das ist der neue Portalraum. Hm, der ist noch so frisch jetzt, dass ich da noch gar nicht so drauf gewappnet war. Genau, wir haben ja hier den neuen Portalraum. Da haben wir es. Den ich, muss ich sagen, mittlerweile doch schätzen gelernt habe. Davor meinte ich immer, das ist ein bisschen nervig, weil sie einige Portale weggenommen haben, aber du hast jetzt alle zentral und wenn du dich nach Orgrimmar portest, kannst du dich direkt weiterporten und musst halt nicht nochmal irgendwo anders hinhatschen. Ist auch ganz nett, ne? Obwohl ich natürlich gerne im Legion Dalaran die Portale behalten hätte, aber naja, da machst du nichts. So, wir müssen uns jetzt hier mit dem Typen treffen. Und als nächstes, okay. Jetzt müssen wir uns mit Prinzessin Talanji treffen. Warte mal, habe ich noch einen Goblin-Gleiter? Ah, komm. Ah, in die Richtung. So. Also hier hinter müssen wir Gefolge der Königin. Ah, Champion. Sie hat mich schon erkannt. Oh, hier sind aber ein Haufen Dinos. Schau mal an hier. Okay, wir müssen jetzt einmal. Ah, nice, wir kriegen so ein Dino gestellt. Auf geht's. Es ist eine Ewigkeit her, seit unser Volk einen neuen Herrscher gekrönt hat. Macht's kurz. Um den Thron zu besteigen. Ach, wir nehmen jetzt an der Krönung bei. Okay, ja, nicht schlecht. Die Loa werden ihren Geist begutachten und prüfen. Champion, ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Ihr werdet mein Zeuge sein. Wenn die Loa sich gegen mich entscheiden, wird mein Volk es von euch erfahren. Ihr werdet ganz bestimmt bestehen, Prinzessin. Schau, wie viele Leute hier sind. Auch Tortolan und alles drum und dran. Ja, nicht schlecht. Also wir müssen jetzt eine Prüfung bestehen anscheinend. Oder sie muss eine Prüfung bestehen und wir helfen ihr. Erstmal müssen wir diese Prozession machen. Wir Hannes, ich mach die Startquest hier für die Zandalari. Beibringen, eure Hoheit. Lasst sie reden, Rata. Sie haben das Recht, frei ihren Unmut zu äußern. Der große Dino von unten, der kam nicht mit, ne? Nee. Also da war ja dieser quasi dieser T-Rex, der aussieht wie Rizan. So, was dürfen wir jetzt denn Schönes machen hier? Vor der Hochprälatin. Prinzessin Talanji! Solani? Was ist passiert? Auf dem Sokalo ist ein Aufstand ausgebrochen. Wir müssen schnell handeln. Ein Aufstand. Was hält ihr von der Krone? Dafür werden sie mit ihrem Leben bezahlen. Für immer. Nein, sie haben ein Recht, wütend zu sein. Gewalt wird unser letztes Mittel sein. Ach komm, ich dachte, ich darf ein paar Typen den Arsch versohlen. Ich glaube, ihr könnt dieses Problem am besten lösen. Oh ja, ich glaube auch. Ich werde Talanji beschützen. Tut, was ihr tun müsst, um diesen Unsinn zu beenden. Ach so, wir müssen sie beruhigen bzw. einen Typen stellen. Okay, machen wir das mal.
Das sieht aber schon so aus, als ob wir die umhauen können. Moment, ich glaube, ich pull mal ein paar zusammen. Und hier, den müssen wir beruhigen. Ich kann das nicht angreifen. Ah ne, die müssen wir schon bezwingen. Okay, schau mal an. Ja, zusammenpullen, wegleaven kann ich am besten. Wo haben wir den Dude, den ich brauche? Ist das der? Ah, das ist der. Okay, perfekt. Haben wir den gleich. Ich hoffe, die resetten jetzt nicht. Und den da hinten muss ich irgendwie beruhigen. Wahrscheinlich zählt sogar beides rein. So, mehr. Du auch noch. Interessant, dass es jetzt hier Aufständische gibt, weil Tilanji zur Königin gewählt wird. Also, oder gekrönt wird. Ich frage mich, wen sie sonst nehmen wollen. Also, hier den Aufstand von Zul hat man ja in der vorgehenden Story-Quest schon mal durchgebastelt, ne? Und das war ja eigentlich so der einzige große Widersacher. Ich frage mich ja, was die Option wäre anstatt Tilanji. Die ist ja quasi die rechtmäßige Erbin, wenn man es so nimmt. Okay, also den kann ich jetzt beruhigen. Komm her. Was wollt ihr, Zastermann? Ja. Mit Jani zum Glück. Okay, das war anscheinend der richtige Dialog, den ich gewählt habe. Ah, schauen wir mal, ich denke mal, wenn ich den falschen. Streck die Waffen. Ne, das machen wir jetzt mal nicht. Okay, das wollte der nicht. Was treibt ihr hier? Bonsandi, aber warum soll denn Bonsandi? Kann ja nicht der König der Zandalari-Trolle werden. Bonsandi ist ja jetzt der Lower. Also sprich auch der Lower von Tilanji. Der hat ja eh schon, was er wollte. Also von dem her, du brauchst ja immer einen Troll, der hier der König oder die Königin wird. Wie das mit der Thronfolge bei den Zandalari-Trollen ist, weiß ich ja nicht, aber ja, muss ja ein Troll sein. Bonsandi hat sich ja eingekauft mit dem Pakt, den er mit hier Rastakhan damals noch geschlossen hat. Und der hat ja den Pakt, glaube ich, auch geschlossen, nicht nur mit Rastakhan, sondern mit der Blutlinie. Also heißt, ist Tilanji mit eingekauft. Ich glaube, ein Loa kann nicht der König werden, ja. Die Loa sind dazu da, den König zu supporten oder andersrum, je nachdem, ne? So, jetzt gucken wir mal. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Gib den Befehl und ich werde diese Verräter. Jetzt haben wir doch ein paar umgehauen, ne? Oh, hier haben wir noch das eine Quest. Unser Volk hoch, das Licht der verschont Loa, die Vernunft annehmen. Der okay. Rest wird bald die Loa halt kennenlernen, die sie so verabscheuen. Oh, okay. Grüße. Da meint er mit wahrscheinlich Bonsandi. Okay, also jetzt müssen wir hinten noch ein paar Leute killen. Unschuldige Zuschauer evakuiert. Okay, schauen wir mal, ob es da unschuldige Zuschauer gibt quasi. Nö, müsste eigentlich schon gehen. Vielleicht geht der YouTube-Chat nicht, das müsste ich mal gucken. Schaue ich danach, wenn ich die Quest fertig habe, okay? Ah, da haben wir einen Unschuldigen. Also dafür, dass man die eigentlich verschonen wollte, ne, müssen wir jetzt doch relativ viele Trolle töten. Eigentlich müsste man ja meinen, wenn die Allianz gerade erst die Stadt hier eingenommen hat und die Story-Quest daher spielt ja danach, weil sonst wäre Tilanji ja nicht diejenige, die gekrönt werden würde, wenn ihr Vater noch leben würde, müsste man doch eigentlich meinen, dass die Trolle jetzt versuchen zusammenzuhalten, weil es halt einfach nicht mehr so viele gibt, ne. Aber nein, jetzt wird hier ein großer Aufstand geübt. Naja, gut. Zum Glück resetten die nicht instant. Sowas liebe ich immer. Alles zusammenziehen, wegleaven, fertig, ne? Und danach gehe ich halt durch und tue die ganzen Unschuldigen hier einmal befrieden quasi, beziehungsweise befreien. Okay, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viele gepult. Ach so, schau mal. Ah, das ist ein Boss, okay. Wir töten sie nicht, also wir hauen sie bloß runter und dann sehen sie ein, dass wir hier nicht der Feind sind. Komm, ich glaube, aus der Heal-Rune sollte ich ihn vielleicht dann doch rausziehen. Ich finde es ganz interessant, dass jetzt Zandalari-Trolle Paladine spielen können, ne? Also, ich weiß zwar immer noch nicht so ganz hundertprozentig, was die Lore dahinter ist, weil, wenn ich jetzt an den Troll denke, ist so nicht das Erste, was mir einfällt, ein Paladin, aber gut. Wahrscheinlich haben sie auch einfach Paladine gebraucht für den ersten Raid-Encounter, ne? Und dachten sich, okay, shit, wir haben auf der Allianz Paladine, Dunkeleisenzwerge, die da quasi der Gegner sind. Jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, was wir auf der Hordenseite machen. Es muss ja derselbe Bosskampf sein. Dann kriegen halt die Zandalari-Trolle auch einfach einen Paladin und gut ist. Also manchmal sind es vielleicht auch die einfachen Erklärungsmuster, die zutreffen. Oder Blizzard dachte sich, ja, Zandalari-Trolle, die sollten schon immer Paladine haben. Die hocken in einer goldenen Stadt. Was passt zu einem Paladin? Haufen Gold. Muss stimmig sein.
Ach komm, jetzt schießt der eine Dude mich nur ab. Geh doch weg. Ich habe immer noch den Stun mitgeskillt. Shit, ich wollte den umskillen. Ich musste nämlich letztens für die Kampfgilde, für den letzten Boss dort, musste ich nämlich meinen Stun hier mitskillen. Den habe ich jetzt schon länger nicht mehr drin. Ich habe meistens den Typhoon, weil es halt einfach zum Beispiel im Mythic Plus schon cooler ist, wenn du mal weglaufen musst, ne? Oder zu viel Damage bekommst, kannst die Mobs wegkicken und kannst dich halt ein bisschen aus der Fähre ziehen. Das kann schon ganz praktisch sein, ne? Dann war ich letztens im Plus, hatte das nicht gecheckt und dann war auch noch Necrotic und da brauchst du auf jeden Fall den Typhoon. Da hat mich richtig geärgert. Da tust du halt viel leichter. Das muss ich demnächst mal. Warte mal, kann ich jetzt hier gleich umskillen? Nee, ich bin doch hier in der Hauptstadt, nicht? Hm, schade. So. Ah, jetzt müssen wir diesen Rat der Zanuchli oder wie die heißen, begrüßen. Sie sind nicht diejenigen, die diesen Aufruhr verursacht haben. Alles zu seiner Zeit. Je früher die Loa euch den Thron gewähren, desto besser für Sandala. Ist das nicht der Rat, gegen den du auch im Dings kämpfst? Also dieser Loa-Rat im Raid? Ich meine nämlich. Sklave der Auserwählten. Na, vielleicht sind es zwei verschiedene. Vielleicht sind das die Priester und das andere. Rat wartet oben auf euch, Champion. Ach, das sind die Loa-Sprecher, ne? Ich komme gleich nach. Genau, so um die 20 Quests sind's. Es geht aber. Du musst halt teilweise diese komische Questreihe, die Kampfgilde teils durchspielen. So, jetzt muss ich mal gucken. Müssen wir hoch? Weil hier unten sind diese Priester, ne? Oder diese Sprecher quasi von den einzelnen Loren. Und ich nehme mal an, ich muss nach oben gehen. Ah. Ich hör zu. Ich nur. Ich habe sowieso zu tun. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Ach, ich muss jetzt jeden Einzelnen begrüßen. Ja. Schon Zeit zum Ich seid hier von meinem neuen Rat-Champion. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ah. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst... Kennen wir da irgendeinen von denen? Neue Gesichter in diesem Rat. Ihr steht für die Hoffnung der Sandalari. Und meine Pläne für die Zukunft. Wir haben viel zu tun. Aber gemeinsam werden wir gedeihen. Ich habe nur eine Bitte. Vielleicht habt ihr unsere Nachricht nicht erhalten, Dalanji. Oh. Was soll dieser Unsinn? Gestattet, dass ich mich vorstelle. Ich bin die Stimme, die flüstert, wenn andere brüllen. Ich bin die Spinne, in deren Netz ihr jetzt zappelt. Ihr steckt hinter dem Aufruhr, der die Stadt heimsucht. Selbst jetzt seht ihr nicht, wer wirklich die Fäden zieht. Dafür werdet ihr sterben. Oh, interessant. Zeiten ändern sich. Diese heimtückische Spinne. Passt auf! Gibt's einen Spinnenlore? Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Also ein bisschen kenne ich mich ja mittlerweile mit den Loren aus. Aber ein Spinnenlore wüsste ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Warte mal, ist das so eine Kuppel da, wo die auch zurück... Ah, die werden hier auch zurückgekickt, okay. Das ist ähnlich wie bei Elisande, ne? Aber was ist eigentlich Talanji? Ist Talanji eine Priesterin? Frage ich mich gerade so, weil irgendwie... Das sieht ja eher aus wie so eine... Okay, es gibt... Ah! Tadra. Okay, ist das der Spinnenlore? Und ist das die Vertreterin des Spinnenlore? Wie hieß denn die jetzt... Samara hieß die, ne? Hier, da ist sie. Das ist zu weit. Es muss nicht so enden, Samara. Zwingt mich nicht, euch zu Bon Zombie zu schicken. Ja, rufe, Herr Meister. Wenn ich sterben muss, um die Wahrheit zu enthüllen, dann sei es. Okay. Die Wahrheit zu enthüllen. Kann es sein, dass Bon Zombie ein böses Spiel spielt und dass sie eigentlich die Gute ist? So, Plot-Twist am Ende? Wenn das so kommt, dann, ne? Ich hab's vorher gesagt. Die Samara. Ich komme. Ach stimmt, der Endboss von Al-Thaldazar war ja so ein Spinnenviech, da hast du recht, ja, richtig. Die Loa euch behalten, weiße Witwe. Weiße Witwe. Okay. Seid ihr verletzt? Uns geht's gut. Trotz der weißen Witwe. Gut. Ruft alle auf dem Gipfel von Sanshul zusammen. Ich muss mich jetzt den Loa stellen. Möge Buon Samdi eure Feinde holen. Ich weiß nicht, was mich als nächstes erwartet.
Aber ich weiß eins. Ihr dürft euch nicht einmischen. Ihr könnt mir nicht helfen wie bei Samara. Macht euch bereit, Champion. Die Loa schauen auf uns. Na, jetzt einige Tote, oder? Von den Loren. Krakwa haben wir noch hier? Was sind das für ein Riesenviech? Grüße, mächtiger Krakwa. Ah, die kleine Thronfolgerin. Ich tu, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Ja, kleines Wesen. Quakwas Prüfung. Mögt ihr stets fette... Sag mir, Talanji, was würdet ihr opfern, um die zu schützen, die euch anvertraut sind? Alles, was ich hab. Mein eigenes Leben, wenn nötig. Tatsächlich? Dann beweist es. Champion! Was ist jetzt los, wenn wir jetzt vom Krakwa gefressen, oder was? Nun ist euer Champion schwach. Beschützt ihn. Keine Angst, Champion. Ich werde nicht zulassen, dass euch was passiert. Oh, shit. Mach was, Oh, fuck. Zurück, Kröte. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Oh, shit. Jetzt kommt eine zweite Kacke. Kannst du mal was machen hier? Ja. Ja, die hatten mich eigentlich schon, oder? Schmecken, meinen Zeugen zu verschlingen. Das ist aber echt eine fiese Geschichte hier. Man ist halt übelst geslowt. Husch, weg da! Ich soll vielleicht den Sprint nicht immer benutzen, um wegzukommen. Sondern erst, wenn sie kurz vorm Zuschnappen sind. So, das wäre vielleicht besser. Okay, wie lange muss ich das machen, diese Prüfung? Gibt's hier irgendwo einen Timer? Jetzt habe ich halt keinen Speed mehr. Immer weiter. Ha, ah, nice, okay, sie hat die Kröte gekillt. Für sich. Ihr habt meinen Segen. Ich danke euch, großer Kapitän. Sprecht. Das war cool. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob man das auch verkacken kann, aber ich glaube schon. Also gut, Krakwa kenne ich, ne? Die anderen? Das ist Kimbul, glaube ich. Die Donnerechse, boah, da bin ich jetzt schon überfragt. Aber den hier? Ist das Horridon? Kann das sein? Warte mal, das sieht aus wie Horridon. Ist Horridon der Lore von diesen großen Dings-Dinos? Ich weiß es nicht. Das ist Yanji, ne? Yanji kenne ich. Ein Hai-Lore kenne ich ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Paku kenne ich wiederum. Gon kenne ich auch. Haltet einen Moment inne, Talanji. Ich bitte euch nur über etwas nachzudenken. Unser Eins schöpft seine Kraft aus dem Rudel. Gewaltiger. Um unsere Heimat zu verteidigen, standen wir Loa Seite an Seite. Ich frage euch also, wer ist euer Rudel? Die Sandalari, sicher. Aber was ist mit euren Verbündeten? Den Tortolanern, den Vulpera. Und was ist mit der Horde? Denkt darüber nach und geht mit meinem Segen. Das werd ich. Erzählt den Paku, wartet mit der nächsten Prüfung. Bleibt stark, Talanji. Also seine Prüfung war jetzt einfach nur drüber nachzudenken, wer die Verbündeten sind. Okay, der hat sich bestimmt einfach nichts Besseres einfallen lassen und deswegen schickt er uns jetzt vor. Okay, den kenne ich auch, das ist Cetralis und der hier? Keine Ahnung. Hallo, mein schwingenloses Kind. Komm zu mir, wir haben etwas zu besprechen. Mit Paku hatte ich schon ein bisschen was zu tun bei dem komischen Ei, was man ausbrüten musste. Wo wir dann einen Maut am Ende gekriegt haben, was nicht fliegen kann. Oh shit, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir da hoch? Dieser Sturm steht zwischen euch und eurer Krone. Steigt empor, Talanji! Ich habe nicht weniger erwartet. Ach, das war's? Das war's? Bin einfach hochgelaufen und... Kommt ihr, um zu verhandeln? Ernsthaft?
sollte das jetzt schwer sein? Ich hätte nicht mal meinen Hirnsprung benutzen. Ja, war's. Ihr habt meinen Segen. Mögen die Winde euch beisteht. Ich dachte, man darf ihr nicht helfen. Im Endeffekt mache ich die ganze Arbeit hier. Okay, jetzt kommt Bonsandi. Ihr wagt es, Resans Platz einzunehmen? Kennt eure Anmaßung keine Grenzen, Bonsandi? Vorsicht, Kind. Der olle Bonsandi wird über allen anderen Loa stehen. Bring wie es euer Vater versprochen hat. Kusch, verschwindet. Hier, aber ich frage mich gerade, wie Resan hier reingepasst hat. Um uns zu erinnern, Resan ist dieser riesengroße Dino, ne? Und der soll ihr anscheinend so stehen, ne? Vielleicht war er da auf einem kleinen Absatz draußen gestanden, aber hier passt er sicher nicht rein. Naja. Hallo, so, also Bonsandi, was müssen wir machen? Wenn ihr mich unbedingt loswerden wollt, hab ich neuen Handel für euch. Oh. Bringt mir den Kopf vom Kriegshäuptling. Und ich vergess, was ich mit eurem Vater abgemacht hab. Oh. Bei den Loa. Nein, die Horde stand uns zur Seite, als alles verloren war. Ich werde ihn nicht in den Rücken fallen. Ist das euer letztes Wort? Das ist eine interessante Wendung. Ja, ich werde meine Freiheit nicht gegen meine Ehre tauschen. Das ist schade. Ich war schon immer scharf auf den Geist von einem Kriegshäuptling. Aber macht nur. Nehmt eure Krone. Das war jetzt die Prüfung. Wie du siehst, Bonsandi ist nicht so happy über Sylvanas, ne? Wo muss ich eure Luft atmen? Das Licht der Loa scheint auf euch, meine Königin. Ich danke euch, Rata. Und euch, Champion. Es ist Zeit, mich an mein Volk zu wenden. Oh, das ist krack. Ich dachte mal, was kommt denn da für ein riesengrünes Ding? Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Volk von Sandala, ich stehe vor euch mit dem Segen der Loa. Doch euer Vertrauen muss ich mir noch verdienen. Viele hatten Zweifel, als ich mich der Horde zugewandt habe. Aber ohne ihre Hilfe hätte unser Stolz zu unserem Untergang geführt. Diese mächtigen Verbündeten haben Sandala stärker gemacht. Unser Imperium erwartet eine glorreiche Zukunft. Und wir müssen bereit dafür sein. Seid ihr an meiner Seite? Da oben hockt Bonsandi noch ein bisschen rum. Sandala für immer! Vielleicht stand der große Dino auch auf dem Balkon. Das könnte natürlich sein, ne? Da wird er vielleicht hochpassen. Aber wie ist er dann da hochgekommen? Fragen über Fragen. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher so. Ist. So. Holt die Zandalari in die Horde. Oh, da kriegen wir das Mount und Sandala können die Quest abschließen. Da. Wo müssen wir jetzt hin? Ich werde den Kriegshäuptling in meinem Thronraum empfangen. So, Sylvanas. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Sie bestellt mich zu sich. Nun gut, heute sei ihr ein wenig zeremoniell erlaubt. Oh, Sylvanas ist ganz wir schön, haben ne? Welches Glück gebracht. Soll dieser ganz schön hochnäsig hier. So, wir müssen jetzt in die Pyramide, weil ich faul bin, porte ich mich einmal nach drüben. Was das für eine Questreihe ist, das ist die für die Zandalari-Trolle, dass man die als ja, verbündetes Volk spielen kann. Ne? Ich bin jetzt fast durch die Questreihe. So, wir müssen einmal hoch. Sylvanas ist schon so ein bisschen eine Bitch, ne? So. Ich hätte jetzt fast gesagt, wer ist das Alpha Male, aber hier ist es eigentlich Alpha Female dann eher. Ihr
Dann schauen wir mal, ob es dann nochmal eine Cutsequenz gibt oder... Warte mal, wo müssen wir hin? Ach, da oben ist der Thron. Fasst euch kurz. Ich gratuliere euch, eure Hoheit. Eure Hoheit. Danke, Kriegshäuptling. Nun, da ich Königin bin, haben wir was Wichtiges zu besprechen. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Imperium warnt. Nice, da kommt das Achievement. Champion. Wir werden unsere neuen Verbündeten gebührend in Orgrimma begrüßen. Ich dachte, die haben nur was zu besprechen. Stimme der Horde. Danke. Für alles. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Abenteuer. Aber erstmal habe ich ein Imperium zu regieren. Das ist richtig. Wo haben wir es denn hier? Das Terrorhorn hat Sanalari. Oder kann ich das nur mit dem Sanalari-Troll reiten? Scheint so. Hier ist es nicht drin. Schade. Warte mal, jetzt schauen wir nochmal. Nee, da sind bloß die anderen Terrorhörner drin. Das werde ich wahrscheinlich dann nur mit dem Zanalari-Troll an sich reiten können. Ja gut. Achso, nee, ich hab's nicht erlernt. Ich Vollidiot. Danke fürs darauf hinweisen. Okay, hier, Terror an der Zandelari. Ich bin ein Vollidiot. Vielen Dank, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Selbstverständlich kann man das mit jeder Hordenfraktion reiten. Ich Gimp hab's bloß nicht erlernt. Hier haben wir das schicke Mount. Und wir haben jetzt quasi auch freigeschalten, dass wir die Zandelari-Trolle spielen können. Ja, war auf jeden Fall eine schicke Questreihe. Ich muss sagen, hier von unserem Froschlor von Krakwa, die Prüfung war ganz lustig, aber die anderen waren ein bisschen lame, vor allem das von Paku. Ganz ehrlich, ich bin der Autowalk straight hoch in 2 Sekunden und dann war einfach Feierabend, ne? Gut, vielleicht ist es als Druid ein bisschen einfacher, weil man in der Reisegestalt relativ schnell ist, aber dennoch war das doch relativ simpel. Gut, okay, das war's mit der kleinen Questreihe. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.